Schönen guten Morgen, der Onki hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen wieder Baldur's Gate 3 und diesmal ist natürlich selbstverständlich wieder dabei Fondra. Hallo. Ja, mit Whisky. Der säuft halt jedes Mal Whisky, wenn wir hier spielen. Ja, weil er dachte, er kann nicht böse sein, wenn er nüchtern ist. Deswegen ist eine gute Idee, aber ich habe heute wieder mein klassisches Wasser. Ist ja auch, ja, ist ja auch 9 Uhr morgens hier. So. Da kann man mal nur morgens Whisky trinken. Ja, ja, lecker. Irish Coffee, Kinders, eine Empfehlung meinerseits. Sehr lecker. Ein bisschen Schlagsahne drauf. Mm. So, nix. Könnte man schon mal machen. Wir gehen hier ins Spiel. Ach so, übrigens im letzten Stream habe ich dann wohl vergessen, mich klein zu machen. Und da hat mein Funderer wohl auch nicht so ganz gehört. Aber das ist ja dann jetzt, wie es ist. Ne? Damit könnt ihr leben. So wichtig bin ich anscheinend nicht. Nö. Spannende Fu- hat erst danach angefangen. So, Kinder, wir sind immer noch im Lager, ich sehe gerade. Wir haben da schon ein paar Kisten noch gehabt, die wir öffnen mussten. Und ich habe einen neuen Hut. Was kann dieser Hut? Das vergessen. Ja, ist ein Rettungswurf. Geschicklichkeit bringt ja da was. Ja, ja. Geschicklichkeit plus eins. Und ich bin eh ein geschickter Junge hier. Also, let's go. Und gehen wir wieder in die wilde Welt hinaus. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. So. Ah ja, ja, genau. Ich kann mich erinnern, wir sind im Druidenhain. Ja. Ich gehe erstmal zu dem Händler. Ich muss Krempel loswerden. Ja, toll, das wird erstmal gespeichert hervorragend. Ja, es ist jetzt wird es halt erstmal ein bisschen langweilig, aber Kinder, das ist halt so bei dem Spiel. Wir können auch zuhören, was Refugees. Hier passiert gerade. Bla 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 bla. Ich verbiere. Bla 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 bla. Ja, ja. Wir haben genug zugehört, das reicht so. Auf meinen Scheiß. Aber steht denn da? Genug Geld? Ja, hat das. Ich verkaufe auch mal alles. Ja, also grundsätzlich, wir werden jetzt im. Brauchen wir Diebeswerkzeug? Ich habe 4 Stück. Ja, der hat auch 4 Stück, soll ich die kaufen? Oh, ich denke, die reichen erstmal. Zur Not hauen wir an die Tür einfach so auf. Ja, ich auch. Oh, grundsätzlich, wir gucken jetzt hier mal, weil hier kommen neue Quests dazu, jede Menge. Und dann suchen wir uns eine aus und die verfolgen wir mal rigoros, dass wir hier ein bisschen eine Linie haben. Aber ansonsten, jetzt ist hier ist erstmal, wird glaube ich, nicht viel Action sein, vermute ich jetzt. Aber wir haben noch nie auf Böse gespielt. Das kann sein, dass wir hier auch gleich schon jemanden aufs Maul hauen. Aufs Maul kriegen. Oder aufs Maul kriegen. Oder kriegen. Ja, ja. Dann schauen wir mal, Kines. Ihr macht das schon. So. Jetzt muss ich erstmal gucken, was der so schön Krempel hat. Ah, ja, das kaufe ich mal. Das kaufe ich auch. Aber wir haben beschlossen, wir verhalten uns nicht absurd cremig, deswegen ich hab keine. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe einen Korb aufgemacht von ihm. Das findet er nicht cool. Okay, sorry. Ich habe minus 5. Achso, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ja, ich habe auch minus 5. Ach, du auch? Ah, ich habe immer noch ich habe auch noch Rabatt minus 9%. Alles gut. Ein Hund lacht mir gerade auf Fuß rum. Fundra, der muss dir denken, das ist so ein Rabattfuchs, ne? Wir wohnen zwar beide im Osten, ja. Kommen aber aus Südtirol und irgendwie hat er sich das mit dem, wir hatten ja nichts, irgendwie angenommen, ne? Der ist immer am Handeln hier. Ja, ich habe irgendwie Bock, irgendjemand aufs Maul zu hauen. Was macht man denn jetzt hier? Gut, wir haben ja, ja. Vorhin wiederbeleben. Ach, das brauchen wir nicht. Wir sterben. Nee, hat ja jeder von uns eine, oder nicht? Ja, das muss reichen. Ja, also da müssen wir sterben ja nicht. Ein bisschen Lagervorräte, also 40 hat er nochmal. Ah, die kaufe ich mal. Die Warterei geht mir auf die Nerven, sagt er da hinten. Ja, ja, gut. Aber ich kann mit Toten sprechen. Kann irgendjemand von uns mit Tieren sprechen? Nee, ne? Gail konnte das. Tier? Nee, ich glaube, manchmal würde uns damit mal sprechen. Ich werde schon mal mit der Kuh dahin geredet. Take that back.
Ich muss gleich erstmal meine Rüstung umkehren, weil ich finde die so, das kotzt, das sieht richtig. Das passt überhaupt nicht zu meinem Bart. Bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt. Achtet auf die Rüstung hier. Also. Die ist jetzt noch. Ja, ich bin noch im Handelsmenü. Moment. Pack Braun. Alter, immer mit der Ruhe. Wir warten ab. Das hat ja sonst noch irgendwie was Interessantes. Hervorragend. Ja. Das ist ein Kampfstab. Ach, billiger Quatsch. Rüstung, die wird zwar besser, aber ach, viel zu teuer. Nee, machen wir nicht. Ja. So. Ja, besser. Besser, schaut wunderschön aus. Es ist nur ein bisschen heller als vorher. So, der Hut hat jetzt auch eine andere Farbe. Naja. Haben wir noch Stiefel? Ich kriege auch noch eine andere Farbe. So, jetzt sehe ich aus, als wäre ich aus dem Sport-Weiß-Film. Kann ich auch mal ein bisschen handeln? Mit dem Kollegen hier. Ja, ich will jetzt nicht brutal quatschen. Ich will hier ein bisschen was handeln, weil wir tun tauschen, das ist mir am liebsten. Und, ich hab da noch Ark im Kopf. Der Tastenbelegung. Upsli. Da. Haben wir auch nicht. Die nehmen wir. Die nehmen wir auch. Nehmen wir nicht. Lauf mal. Bücher sowieso. Wie viel Rabatt hast du denn? Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, wenn du den Krempel mir gegeben hättest und ich das verkauft hätte. Minus 8 habe ich. Ah, ist auch nicht so schlecht. Geht schon. Mein coolen Hut. Also ich habe minus 9, das ist nicht besser. Ah ja. Was ist denn mit dem Hund? Ja. Nö, schaut gut aus. So, was haben wir denn jetzt? 261, was können wir denn Geiles kaufen? Die ist schon geil, ne? Drachengriff. 1 bis 9 Schaden. Da. Nein. Ich bin so. Gerade eine Runde saß und dann geht's Glas. Ich glaube, der Geruch war dann doch etwas zu scharf. Da. Gar nicht so einfach. Schlecht. Jetzt haben wir da eine geile Waffe. Und damit kann ich auch noch einen Dolch benutzen. Das ist hervorragend. Einen winzigen kleinen Moment, bin ich gleich wieder da. Ja. Sylvanas, guide your path. So, siehst du, jetzt haben wir da mit den Waffen ein bisschen was gemacht. Das schaut schon besser aus. Fakt ist, wir müssen jetzt hier mit allen Menschen quatschen, so mehr oder minder. Hier mit diesem da, der hat uns ja draußen geholfen. Will Taylor, kennt ihr, ne? Und ich quatsch gleich mal mit dem, dann haben wir das gleich schon gemacht, während er unterwegs ist. Not bad. Again. Jetzt bin ich wieder da. Ja, willkommen zurück. Ah.
do it. Aha. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. Ah, die kleinen Tieflinge würde ich ohne Probleme umlegen. You just have to buy enough time to learn. Ja, vor allem du. Come on. I believe in you. You can do this. Kannst du den Helm bitte ausblenden? Das sieht einfach... Richtig gut aus, ne? Naja, das ist genau das. Halten die Zöpfchen da hinten raus, ist der Hammer. So, der Bursche ist ein hoffnungsloser Fall, ihr verschwindet eure Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ignore him, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends downward. And his thoughts become yours. You are the Blade of Frontiers racing. Der war jetzt schon ein bisschen pissig, hast du gemerkt? Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curl. Naja, er kann bitte sein, wenn er tot ist. Blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You are on the ship. Ja. Ist es verboten, eine Kreuzfahrt zu machen, oder was? Ja, es ging mal nee. Hin und her. Wir gucken mal tief in seinen Verstand rein, wa? You see the fiend again and ignite with Will's rancor. She is an infernal war devil, a threat to the living. Oh. Evil incarnate. Shit! Aha. You saw her. Advocatus Diaboli. Her name is Karlak. An archdevil soldier, ganz schlimme. I swore my good eye to kill. Ja, die müssen wir töten. I tracked her through the hells to the mind flesh. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Bevor ich kann. She's out there now. Ich jetzt schon das Herz. I killed her. She leave behind nothing but trail of corpses. Böse sein ist nicht einfach. Ein größeres. Ich helfe euch dabei, die Teufel zurück in die Höllen zu treiben. Genau das mach mal. Wenn, dann machen wir das gleich mit Wille. But your party's full up. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Hervorragend. Jetzt lage und warte dort, du Lusch. We'll talk more there. Oh, da, ich raub da ein bisschen Zeug aus. Ich möchte mal gucken, was passiert. Die Sympathie sinkt halt. It's clear not everything you find is at your disposal. Willst du aufs Maul oder was? Ich kann mal nichts klauen. Aber ich, lustiger, in der Hütte war ich auch noch nie drin. Aber ich weiß, wo man da reinkommt. Da kommt man von hinten rein. Aber ich glaube, da landen wir alle im. Das wird kritisch. Wollen wir da mal rein? Ja, warte, ich laber gerade da mit einem. Lazar, ich finde das gut, dass ich mit dem laber. Ich mach Kisten leer. Ja, Schattenherz, meine Güte. Schattenherz ist deines, nicht meins. Kein Problem. Komm. Aber das Lustige ist, werden ja noch auf einmal plötzlich viele Sachen einfach auch unwichtig, ne? Ja, ja, schon. Ah, gehen wir mal da reingucken. Da. Hier ist gleich schon. Das wird geil. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Hast du dich wieder unbeliebt gemacht, oder was? Nur noch bitte. Lazael will labern. Was war mit wem da zu tun? Ich bin hier im Knast. Die haben so einen Goblin eingeknastet. Ich höre zu. Shoot before you lose your nerve, Tieflin. Ah, die ist schon hübsch, würde ich schon mal rüberrutschen. Was ist der Goblin? Ja. Ich tue überhaupt gar nichts. Ich gucke. Oh, wir können den Goblin befreien. Das wäre natürlich auch geil, oder?
Vielleicht verreckt ihr jetzt gleich. Achso, ja. Ist jetzt tot? Ja. Ups. Schade. Ja, ich laufe da mal mit Lazael, falls du da zuhören möchtest. Ja, mach. Ich auf. The locals prove compliant. A useful trait. Ja, sie hat definitiv ein Händchen für Hören. Boom, sie noch die Weltraumflöte. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Hey, habt ihr Tiefling gesagt? I am unfamiliar with Tiefling. The... Well, I shall not say culture. Custom, perhaps. You will educate me on matters of this Fey run. Ich bin ein laufender Duden, tut mir leid. The Kresh holds the Zathisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. In der Frau sieht die Rüstung schon nicht mehr so schlecht aus, muss ich sagen. Keine Ahnung. Da soll ich da jetzt aufgucken und die mal gucken, was die hat? Das ist auch Quatsch, ne? Wobei, das knacken. Das ist ja relativ easy eigentlich. Da machen wir noch mit einem anderen Händler. Mal gucken, was der so an Grenzen hat. Überhaupt gar nichts hat die. Mist. Oh, der hat eine leichte Armbrust 1. Das ist natürlich besser als der Armbrust, die ich aktuell habe. Ach, kurz warten. Nee, langweilig. Na. Ja, das bringt ja nichts. Da ist eine Tür. Hast du gewollt? Ich habe einen Geheimeingang gefunden. Sehr gut, sehr gut. Ich habe einen Streitpunkt plus 1 gefunden. Ich glaube, der wäre vielleicht was für Schattenherz. Kann dir das tragen? Kann ihr das tragen? Doch nicht. Er hatte eh einen Streitkolben noch. Ah ja, tatsächlich. Ja, na klar, gerne. Was der Spaß? Keine Ahnung, habe ich schon gekauft. So, jetzt könnte es natürlich passieren, dass wir gleich alle im Knast landen. Sag, ich warne dich nur vor, wenn du hier im Shoppen bist. Ja, warte mal noch kurz. Zu spät. Stop! This place is off limits. Leave. So, jetzt geht's los. Ah, sie angreift. Sie ist verletzlich hilflos. Und ihr habt Hunger. Einschüchtern. Einschüchtern ist doch gut, oder? Psst, Mädchen, noch ein Wort und ich breche euch das Genick. Ich hab Schattenherz erstmal noch einen Streitkolben geschickt. Jetzt habe ich langsam keine Kohle mehr. Wir müssen mal wieder was verprügeln. Kritischer Erfolg, Kinder. Ehrlich? Grundsätzlich kann ich die auch killen. Wo bist du? Du bist in der Hütte da drin, oder was? Ja. Gibt's geil. Ist ein guter Loot? Ja. Lohnt sich das? Es lohnt sich. Ja, bring mal mit. Ich warte draußen. Ich habe Knoblauch gefunden. Das ist anscheinend die Speisekammer. Sie wollte sich wehren, aber ich habe gesagt, es soll still sein, sonst breche ich ihr das Genick. Und seitdem hält sie ganz gemütlich die Klappe. Das ist gut für sie. Also, geht doch.
Soll ich jetzt auf den Portausgang rausgehen? Ist das schlau oder ist das dumm? Da ist doch niemand, geh raus. Ah, ist zugesperrt. Dann geh ich hinten rum. Warte. Ja, bitteschön, ist offen. Danke. Sie ist entspannt. Oh, ist so geil. Also sorge Leute, dass wir nicht die ganzen Bücher da lesen, weil dann hätten wir. Dann kämen wir hier nirgendwo hin. Ja, war nett hier drin. Die Arme kann sich nicht bewegen, die ist betäubt. Letztes Mal habe ich ihr geholfen und habe einen anstrengenden Mittel gesucht. Ja. Also, Stefan, mach mal hier links Karlach jetzt einfach, oder was? Und dann kämen wir wieder zurück. Ja, Wasser haben wir ja hier noch, wo wir mal hingehen können. Na, wir können auch runtergehen zu der Tante da. Warte, ich guck mal. Ja, können wir mal machen. Ich guck mal überhaupt generell an Quests, was wir haben, ne? Das ist eine gute Idee. Was war denn war das hier? Ah ja, tatsächlich. Ich habe die Taste gefunden. So, wir haben da eine Quest. Der Nerven, der Gedankenschinder sagte, dass wir die Nerven des Kopplers verbinden müssen, um die Hölle zu entkommen. Das haben wir doch lang schon gemacht. Das ist die Hauptquest. Okay. Ja, stimmt, haben wir gemacht. Ja. Gemacht. Ich habe noch eine private Quest. Ich muss meinen Hunger stillen. Ich habe auch eine private Quest. Die geht dich gar nichts an. Okay. Das ist privat. Ja, dann haben wir den Magier namens Gale. Ja, da wissen wir noch nicht viel von. Ja, ist uns egal. Dann haben wir hier. Dann haben wir die Weltraumkröte. Wir haben mit Zoro gesprochen. Er sagte, er habe Gedanke auf der Straße nach Ballastor gesehen. In der Gisfernolle. Ja, da soll man hinreißen. Ja, da gehen wir. Dann haben wir Jage Karlach und Tochter der Dunkelheit. Aber grundsätzlich, also wir haben noch nicht mit Dings geredet hier. Wo ist er denn? Mit dem Chef da. Weil er sagt uns, wir sollen zu der Druidentante runtergehen, die kann uns helfen. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin und ich kenne mich gerade überhaupt nicht aus. So. Kinder, da bin ich, okay. Ich gehe mal kurz da hoch. Ich glaube, der ist da Richtung Ausgang stand. Doch, mit dem haben wir doch gesprochen, aber der ist dann gegangen. Müssen wir nicht hier rüber? Wo? Da unten in dem. Achso, in dem Tor rein, ja. Ne, da oben in dem Tor rein. Wie mache ich denn Scheiß-Dings? Mit dem Schmied haben wir auch noch nicht geredet, den kann ich schon mal quatschen. Hast du mit dem schon geredet? Doch, weiß ich, war ich schon. Okay, dann können wir uns das sparen. Wie mach ich denn? Hier ist auch so eine Tante, die verkauft Speisen. Ja, der sollte man vielleicht auch mal gehen. Ja. Das sind geile Speisen, was die hat. And we'll have a dog, right? They don't allow them in Baldur's Gate. A little orange cat. And a howl. And a high fence to keep eavesdroppers out. If that's what we're offered, we'll take it. Optimism, my friend. Try it out. Yeah. Dann gehen wir da durch die Steintür. Da ist nämlich. Ich bin inspiriert. Nicht schlecht. Ah, dann muss ich mit dem Weltraumfrosch auch noch die Schüssel nehmen. Ich war auch inspiriert, also wird schon bei allen geklappt. So, ich rede nochmal mit Zeflor. You knocked Aradin clean out. And bist du denn? Drive the goblins. Na, in der Höhle, bei der Standtür da rein. Well met. Though I should warn you, visitors are no longer welcome in this place. Ich stand your business here. I'd see to it quickly.
The druids are forcing everyone out. This latest attack will only strengthen their resolve. Ich belausche dich. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We are no fighters. Wir brauchen Heiler, Alter. Die, diesen Wurm wollen wir eigentlich loswerden, ne? Ja, wollen wir eigentlich schon, ne? The Halsin's a renowned healer, but he didn't make it back from Aridin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner. They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. I've tried Korga. You, though. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. What little we have, we'll scrape together. It isn't coin we need. It's time. Let's not forget why we're here. No point in wasting precious time on a lot. We owe you a great debt. If we're forced to leave now, more of my people, you'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them safe. Aber wir killen die einfach und gut ist, ne? Ja, oder wir klauen ihn den komischen, die komische Statue, die sie da brauchen. Ah! Hier, das mal. Sehr gute Idee. Dann geh mal wieder raus. Das darfst du machen, das kannst du besser als ich. Was, Statue klauen? Ja. Wischi, Digi. Ich bin nur fürs Draufhauen zuständig. Ich bin dumm. Wo geht's denn hier runter? So. Müsst ihr erstmal so in meine Richtung kommen. Ah, wo ist denn deine Richtung? Ich rede mal mit dem hungrigen Ochsen. Ah. Brüll, sagt der hungrige Ochse. Wow. Und dann rede ich mal mit dem gelangweilten Ochsen. Er sagt Mu immerhin. Mu. Mu, Mu. Sitzt am Hals am Ochsen. Mu, Mu. Mu, Mu. Er sagt auch Mu. Ich mach mal keine Kunde, vielleicht. Bin ich ja gut darin. Nee, bin ich nicht. Die kleinen Viecher da. Ah, jetzt hab ich. Geh runter, ja? Kommst du mit? Ja, ich komm sofort da, ja. Please, let's through. Let my daughter go right now! She's a thief, Hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Let me through, Ragrishab, or I'll rip your damn throat out! Ist ganz schön Akku drauf. Naja. Aber jetzt kommen wir. Prüll. Ein Knuddelbäuschen. Give him a chance. You, get back! Kick back! A moment. What? You? Hallo? Ja, ist gewahr. Na schön. Das Ding muss ich klauen, ist ja easy, oder? Ja, die gucken aber alle da drauf, das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Naja. Ich müsste mich unsichtbar machen. Haben wir sowas? Eine Rolle der Unsichtbarkeit. Schrift. Weiß nicht. Ah, das laber ich mit Olo. Mit wem? Ja, mit diesem komischen Barten Olo. Ah, ne, da geht noch Keks. Da hören wir nicht zu. Ja, wir brauchen irgendwas für Unsichtbarkeit oder irgendwas ähnliches. Oh, ich bin überrascht, dass ich überhaupt irgendwelche Rettungswürfe schaffe, die nichts mit Stärke zu tun haben. Keep it quick. Bla 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 bla.
Ich studiere das geschriebene Wort. Auf jeden Fall mache ich das. Das sieht man mal an meinem intellektuellen Hut. Willst du mich irgendwie verschleiern? Aber ich kann das. Ich kann eine Nebelwolke machen. Aber dann natürlich werden die dann alle natürlich sehr genebelt. Ja, aber dann seht ihr dich nicht mehr. Ah. Aber ich krieg den nicht auf alle. Nicht annähernd, ich krieg die höchstens auf zwei. Ja, macht die Nebelwolke doch ins Zentrum auf die Säule. Ja, aber die reicht nicht, die hat dann nur einen Durchmesser von. So. Ja, aber dann, die könnt ihr auch da nicht reingucken. Na dann. Das geht jetzt hier nach hinten los, ne? Weiß nicht, wird gespeichert. Ich hab gespeichert. So. Oh je. Oh, das klingt vielleicht gar nicht nach hinten los. The time has come. Remove the outsiders. Ui, das habe ich noch nicht gesehen. Geht hier? Ja, ist gar nicht. Warum knüppelt denn der da den nieder? Er muss die Fremden töten. Alter. Und das macht er wohl sehr gewissenhaft. Ja, ja. Kinder. Jetzt wird's natürlich sehr spannend. Dann muss ich wohl mal auf den einprügeln. Ja, das habe ich noch nicht so gut hingekriegt. Wo ist denn hier meine. Ah, das steht da irgendwo. Ah, toll. Egal. Ey! Lass mich doch nicht einfach entwaffnen. Die brechen. Oh, hier liegt ein Schwert und brennt das. Das glaube ich, nehme ich mir. Du kannst nicht damit umgehen. Also, das kannst du schon machen, aber bringt halt nichts. Ah. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Vielleicht machen wir erstmal. Ja. Ja, knüppel halt einfach mal auf einen drauf. Oder schieß oder irgendwas. Nee, ich versuch schon. Ja. Unangenehm. Das ist alles nicht so einfach. Ja, viel Schleier, Alter. Also, du kannst einfach nichts. Kriegen wir vielleicht gerade ein klein bisschen auf den Deckel? Na, es geht schon. Ich habe noch nicht mal angefangen hier. Ah, okay. Dann halt nicht, wa? Ja, man kann das Artefakt klauen. Man sollte sich dabei aber besser anstellen, glaube ich.
Wie geht's denn dir? Hallo, dir geht's auch super. Was hast du denn? Ich hab Bären vor mir, alles schick. Ich hab einen Wolf, was? Entspann dich. I'm not going to last much longer. Sie weint, was hat sie denn? So, was machen wir denn jetzt Brutales? Wenn uns einfach die Mann, kann das sein. Das war gut. Das hat nicht so gut geschmeckt. Ah, das ist eine gute Idee. Bild des Glaubens, das ist immer gut. Los, komm. Lazael, prügel den mal. Dann spring halt hier rüber und prügel ihn dann. Ja, machst du das? Hier, komm, drauf. Sehr gut. Das schmeckt Guinness. Das war klar. Und zack. Und zack. Das ist wieder ein Wolf. Ja. Also wir zwei schlafen. Ich weiß nicht, was ihr da drüben macht. Also ihr pennt alle beide. Ach du Scheiße. Ja, da muss ich mir ja nicht Mühe geben. Ah, fuck. Schwert ausrüsten war eine Aktion. Ist schlecht. Na komm, dann machen wir einen rasenden Hieb auf dich. Oh, kritischer Treffer, wunderschön. Das war schön. Hervorragend. Aua, Kinders, aua, aua. Das schaut nicht gut aus für uns, aber ja. So, einer von uns ist tot. Klau den heiligen Stein da und alles wird gut. Na, Marsch. Warum kaufst du denn mit den Händen an? Nimm doch dein scheiß Schwert. Meine Güte. Das hat wohl auch weh. Heilung, ich brauche keine Heilung. Ich muss draufhauen. Ja, genau so. Und dann machen wir nochmal hier Tatenfang hinterher und nochmal draufhauen. Alter. Scheiß Weltraumkröte, nichts ganz mehr. Ja, ja, so ist das. Aber ja, der Vorsteher ist noch gut, ja, die Weltraumkröte. Die hat noch ja, Potenzial. Ich will jetzt auch mal ja, ein bisschen einen Zahn zulegen. Es gibt ja nicht mehr so viele Gegner jetzt so eine. Zielpunkt nicht erreichbar. Komm hier rüber und hau die zu Brei. Ja, siehst du? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Kinders. Das ist ja unglaublich. Hätte ich mir nicht gedacht, dass das noch was wird. Ja, da brauchen wir jetzt die Schriftrollen, sonst wird das nichts. Das war gut. So, Schattenherz darfst du wiederbeleben. Na, mach mal das. Ich geh looten. Ach so. Wo ist der Mann da? Take you! I need healing. Alright.
Time to see what's new. We can keep going a little longer now. So, jetzt geht's uns allen wieder gut. Hervorragend. Die Frage ist, gehen wir jetzt runter und hauen der Tante auch aufs Maul oder wie schaut das aus? Der Kager. Die Frage ist, wenn wir das machen, kriegen wir dann selber mehr aufs Maul? Wahrscheinlich, ne? Da ist ein Aufzug, den sehe ich das erste Mal. Wo geht's da hin? Hoch. Ja, hoch, war klar. Oh, hier ist. Und was macht man da oben? Das ist im Grunde einfach nur eine Abkürzung. Okay. Na dann. Oh, wir sind ja wieder alle hier absolut frisch, das ist ja wunderbar. Ja, wir haben zwei kurze Reste gemacht. Die hat man wohl nötig. Naja, die hat man nötig, die hat man richtig nötig. Wo ging es denn da hin zu der Tante da? Eigentlich irgendwo durch so ein Tor, ne? Soll man da jetzt mal reingucken oder... Ich glaube, das ist zu einfach. Die Scheiße steht in die Hose. Nee, ist offen. Kommst du mit? Ja, warte doch mal. Hier gibt es einen Trank der mächtigen Heilung, den packe ich mir mal ein. Gute Idee. Wollen wir vielleicht noch mal speichern, bevor wir uns ins Ungemach stürzen. Dann machen wir das. Toi, toi, toi. Wir machen es auf jeden Fall schon unfassbar beliebt. Oh, hier ist, die ist abgehauen. Hier ist nichts. Gut, ich vermute, die andere wird uns jetzt nicht mehr heilen. Weiß nicht. Wir können ja mal gucken, ob die da ist. Und so fragen. Geil, hier ist offen. Hier war ich ja noch gar nicht drin. Immer looten, looten. Das mache ich auch gerade. Begegnung mit den bösen Vetteln. Da wird jetzt auch noch was. So. Ich will ja nicht spoilern, aber Betteln sind nie gut. Verrottetes Stück Beregost Blau. Ein Käse, in dem man nach 10 Zügen stirbt. Soll ich den mitnehmen? Ich glaube, das klingt gar nicht so geil. Vielleicht soll ich mal den nicht mitnehmen. Vielleicht brauchen wir den. Aber da gibt es den hübschen Hut, den du auch hast, den unedlen. Könnt ihr? Das hier Shopping vom Feind, ein Dolchwurz. Klasse, wunderbar. Loot, Loot, Loot. Loot, das tut gut. Ja. Abigail hat uns was geschrieben. Wir könnten das lesen, aber wir könnten es auch lassen. Beutel! Hier gibt's gut einzusammeln. Nicht schlecht, Herr Specht. So.
Wenn mit den ganzen Schlafsäcken anfangen könnte, weiß ich nicht. Okili dokili. So, die Frage ist, hier bist du ja gerade. Ja. Ah ja, wir haben jetzt wahrscheinlich. Nee. Wo waren da? Das war doch hier. Oh, ja, ja. Jetzt gemacht. Die Frage war hier, sie hat ja hier eine Geheimtür geöffnet. Die ist jetzt natürlich komplett zu, ne? Ja, vielleicht kannst du die ja mal knacken. Ach, hier. Los knacken. Ich sehe nicht mal ein Schloss zum Knacken, sagte. Ja, das ist schlecht. Tja. Das ist natürlich kacke. Da kommen wir nicht rein, aber ich glaube, ich kenne einen Weg, wie man da reinkommt. Okay. Über den Geheimgang, den ich vorhin gefunden habe, wenn es nicht ganz täuscht. Aber hier ist auch ein geiler Stein, den können wir auch mal benutzen. Was ist das? Ach, zum Setzen. Ja gut, da haben wir ja alles. Ich glaube ja. Einwandfrei, das Ritual haben wir aufgehalten. Tippitoppi, würde ich sagen. Auf jeden Fall. So einfach war das sonst nie. Ja, dann gehen wir wieder ganz raus. Was geht hier? Wer schreit hier? Was ist los? Ah, warte mal, warte. Wir können ja noch hier lang gehen. Ach, zum Strand runter. Ja, beziehungsweise ich gehe erstmal hier rechts hoch. Achso, ihr hier, die ist auch gut, ja. Ist weg. Vielleicht hätte man zuerst zu der gehen sollen. Egal, jetzt ist sie weg. Na, hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Easy peasy, lemon squeezy, was ist da drin? Ein geiler Hut. Kappe der Heilung. Wenn du ein Verbündeten mit badischer Inspiration bist, inspirierst, erhältst du 1 bis 6 Trefferpunkte zurück. Wer ist denn ein Verbündeter mit badischer Inspiration? Niemand. Super Sache. Dann gehen wir runter zu den Zingern. Gehst du oben rum, oder was? Ja. Na, dann gehen wir runter. Ich sie nicht? Muss ich doch sehen. So ein schönes Lied. Listen. Durch
nicht zuhören. Nee. Don't you hear it? It's so peaceful. Geht nicht. Ich kann ihn beklauen, solange er abgelenkt ist. Na, machen wir das doch mal. Ja, auch nicht schlecht. Sehr gut. You lift the child's gold pouch as he stumbles deeper into the water. Oblivious. Nicely done. I hope you're intending to share. Oh, Schattenherz findet es gut. Als du ihn beklaut hast? Mhm. Once I get there. Ja, tschüss, kleiner Junge. Achso, ne. Er ist überrascht. Hat sie aufgehört zu singen? Was mit Singerei? Gib's aufs Maul. Schaffe ich Schlag, ach. Wie kann denn diese scheiß Weltraumkröte schon? Wie kann das? Ah, das war gut, das war gut. Lauf, kleiner Junge. Oh, sehr schön, sehr schön. Schon gut. Eine geile Techno-Version wäre da noch geil. Na, 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 na. Oh, da ist Tatendrang, nicht schlecht. Oh. Fehlschlag. Schade. Jetzt kommt er zu mir runter. Das ist ein Fehler. Zwei daneben. Die kommt auch zu mir runter. Das hat gesessen. Das war nicht daneben. Oh, aber ich hab zurückgehauen. Oh, ich bin sehr verlockt. Da. Dann. Schau dir eins ab. Mistlein. Flieg mit der Waffe mal hoch, wenn die Reichweite weit genug ist. Nee. Also das Vieh kommt in der nächsten Runde eh hoch. Der Pisser ist natürlich wieder verlockt. Zum Opfer, ey. Naja. Spill some blood.
Ja, ja. Jetzt kriegen sie gleich aufs Dach. War eine Frage der Zeit. Ja, wenn man halt trifft, ne? Ja, das wäre halt. Wenn die Würfel nicht so fallen, wie sie sollten, ne? Das ist jetzt rennt so hoch, weil der eine auf der Brücke. Meine Fresse, die soll doch einfach nur an dem vorbeirennen. Der Fehlschlag hat jetzt eine ganze Weile gedauert, meine Güte. Oh, das hat auch wehgetan, Guinness. Der Hund reißt high. Ja. Wenn die Kastelruder Spatzen spielen, da bin ich hin und weg, du. Schwierig. Jetzt geht's auf einmal. Ah, du hast, glaube ich, den besseren Streitkolben noch nicht ausgewählt, oder? Ausgerüstet. Nö. Ich habe mir extra ein bisschen gegeben, hast du nicht gemacht, schlecht. Das habe ich vergessen. Upsi. Na, ist alles nicht so einfach, ne? Wir müssen den ein bisschen mehr aufs Maul hauen. Ja, macht das viel kaputt. Ah, das ist schon mal nicht so schlecht, wie ihn erstmal blind zu machen. Ja, die fliegen wir wahrscheinlich gleich wieder raus aus dem Nebel. Ja, aber dann sind sie mal weg hier von. Oh, jetzt hat sie den Kleinen gekillt. Das ist nicht schön. Aber Gott sei Dank habe ich ihm schon seine Brieftasche geklaut. Die Musik hat sich schlagartig geändert. Das Lied ist vorbei. Und weiter geht's. So, ich habe das Zeitliche gesegnet, logischerweise, weil ich ja grundsätzlich einfach zu wenig Power habe. Aber ich bin ja nicht alleine hier. Ey, du kannst doch auch mal mit deiner Waffe was machen, oder? Ja, ja. Achso, ich stand auch noch im Wasser. Das ist natürlich sehr ungünstig. Ja, aber es knüppelt doch mal mit der Waffe auf. Mach ich doch. Sehr gut. Mal kann ich nicht. Schalt jetzt ab. Gucken, kann ich hochspringen? Ah ja, kann ich hochspringen. Bams. Das war's. Okili dokili. Okay, die kommt auch hoch, das ist sehr gut. Aber der haut dann ab, das ist eher nett. Ah. Den mach ich mal Feuer unterm Arsch. Das war die ausgesungen hier. Ja, die hat auch ausgesungen.
and blades always sharp. Da. Ja, Kinder, es ist eh Zeit. Ich glaube, wir gehen ins Lager. Wir machen noch mal kurz hier ein bisschen Loot sammeln. Ja, würde ich auch sagen. Wir sammeln noch mal Loot, dann Lager. Brauchen wir eine lange Rast oder da würde auch eine kurze reichen? Die kurze haben wir keine mehr, wir müssen sowieso eine lange machen. Aber es ist auch. Ja, keine kurze mehr, was machen wir denn? Keine kurze mehr. Es ist auch Zeit. Das Bettchen. Ja. So, noch mehr als es noch gibt's ja. 10 Uhr, also. Ja, ja. So, Kinders. Wir gehen noch ins Lager und gucken, was da abgeht, oder? Also ich dachte, wir looten jetzt den Bereich noch. Ich hab da gelootet, ja, genau, hier gibt's ja nichts. Achso. Doch, da gibt's noch ein paar Kisten. Ah, da hinten, ja. Ich erinnere mich. Wie war denn das? Ich war doch vielleicht schon mal hier. Ja, vielleicht waren wir schon mal hier. Auf jeden Fall haben wir... Wie hier? Bei den Vögeln ist erstmal ausgebügelt. Das ist schon mal das Wichtigste. Ach, da geht's. Ja, perfekt. Und da oben. Genau. geht der Funderer schon hin. Ne? Und jetzt hüpfe ich halt darüber, ne? Aber das machen wir alleine. Das ist nicht der Camper Quinn, ja. Dann. Asterion, der. Ich bin auch. Hier, ich habe noch einen Lebenspunkt. Dann war es das. Er muss reichen. That's curious. Und? Haben wir da drin Schönes? Einen Kurzbogen. Ach ja, dank des glorreichen Sprungs. Ja. Alles jetzt nicht so wahnsinnig geil. Aber wenn ich mich erinnere, ne? Nee, da geht nichts. Meistens bei Wasserfällen geht es irgendwo rein. Falsches Spiel, das bei Skyrim. Gleiche, alles das Gleiche. So. Hast du alles jetzt? Ja. Hurragend. Ich hab dir noch einen Ring geschickt, der könnte dir vielleicht gefallen. So. Moment, warum habe ich hier was Rotes angezeigt? Das macht mehr Sinn. Ich habe meine Harpy nicht gelootet. Und du hast mir Ring der sprühenden Farben geschickt. Genau. Dann ziehe ich mir mal einen Ring an. Ah ne, den hat jetzt. So. Keine Ahnung. Und dann schaut das ja schon wieder gut aus. Ah ja. Sehr gut, dann speichern wir mal die ganze Geschichte. Und dann ab ins Lager. Und dann schauen wir mal, ob es da noch Gesprächsbedarf gibt. Ist ja immer... Ich mache mal Tag beenden. So, kein Gesprächsbedarf, super. Achso, warte, jetzt hat noch jemand Gesprächsbedarf. Wer denn? Asael, ich geh mal mit dir labern. Und Will anscheinend auch. Oh, wir hören dir mal zu. Schauen, was abgeht. Schön, der Mond ist warm. Scheußlich alles. Na jo, gib doch Perun mal eine Chance. Wir sind böse und nicht fair. Flowering meadows and fecund soil have softened their minds and muscles. They rely on strangers' swords.
when they should be forging their own. Ja, genau, absolut deiner Meinung. Und wo da oben willst du kämpfen? Look above, so high? The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crush, Kalea. Ja, gut, Kindes wird sich das. Ja, ist so interessant. Wir quatschen mal mit dem. Aber der ist jetzt auch nicht besser, ne? The Blade of Frontiers, I will call it. Nee. Na, ich sage ihm nicht, dass wir ein Vampir sind, geht dem gar nichts an. Ja, haben alles gequatscht. Ah, Will will auch noch quatschen. Noch immer, ich hab doch gerade mit dem gequatscht. Ja, okay, vielleicht will der mit mir auch noch mal quatschen. Oh, du kannst einfach weggehen. Das ist nicht so interessant, was der zu sagen hat. Ja, das ja, so eine einzelne Larve wird mich nicht überwältigen. Larve hin, Larve her. Ich hole den Speer und sag dir mehr. Ja, war eine gute Folge. War eine gute Folge, Kinders. So, Auto. Okay, da okay. So, oh, es geht. Alle schlafen so ruhig. Na, hervorragend. Dann hätten wir das doch auch mal wieder geschafft. So, Kinders, ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Es war mir eine Freude. Tschüss. Tschüss.